Er ist der blutrünstige Krieger, der Diktator, der Mörder, der nun im Anfall altsowjetischen Größenwahns nach der Ukraine greift. Ein Verbrecher, dem mit allen Mitteln Einhalt geboten werden muss, Sanktionen gehören her. Der Despot muss in die Knie gezwungen werden. Denn nur er ist der Aggressor. Die NATO ist ein ungefährliches Friedensbündnis. Der US-Präsident ist ein wohlwollender und überlegter Friedensstifter. Und überhaupt sind diese Konglomerate beinharter militärpolitischer Interessen ein wahrer Segen für die Menschheit und unseren Frieden. Die USA und die NATO haben schon bisher für Friede, Freude und Eierkuchen gesorgt. In Libyen, im Irak, in Syrien, in Ägypten, in Afghanistan. Überall, wo das US-Militär tätig wurde, herrscht Friede, wirtschaftlicher Erfolg, Verlässlichkeit und vor allem Demokratie. Das sind doch die gängigen Narrative, die der Bürger frei Haus mittels der Medien täglich, ja fast stündlich geliefert bekommt. Hier in Berlin, am Checkpoint Charlie, nahm die Geschichte ihren Anfang. Denn hier zogen die Vertreter der USA und der damals zerfallenden Sowjetunion jene Grenze, über die sich die NATO nicht erweitern dürfte. Das war der Preis, den der Westen für dauerhaften Frieden zu zahlen hatte. Und wer hielt sich nicht an den Pakt? Weil vielleicht wirtschaftliche Interessen vor Frieden im Vordergrund stehen? Richtig, die USA mit ihren Knechten innerhalb Europas. Und so schnupften sich die USA Polen, Tschechien, Rumänien, die Slowakei, Ungarn, Estland, Litauen und Lettland. Berlin und Paris haben sie ohne dies in der Tasche. Und Wien nimmt keiner ernst. Und am Ende stand die Ukraine direkt an der Grenze zu Russland am Speisezettel US-amerikanischer Missionierung. Und nun wundert sich wirklich ein vernunftbegabter Mensch, warum Putin diesem Spiel ein Ende setzt? Es hat nichts mit Anti-Amerikanismus zu tun, die Gründe für das Zündeln Bidens offenzulegen. Biden, der geriatrische Patient, schwächster Präsident aller Zeiten in den Umfragen gleich auf mit Osama Bin Laden, braucht außenpolitische Ablenkung. Und er will Europa exklusiv Öl und Gas verkaufen. Teures Gas. Also wird gezündelt gegen Russland und auf dem Rücken der Ukraine. Mit Hilfe Europas, der EU, einem Zusammenschluss der politischen Einzeller. Die Leidtragenden sind die Ukrainer. Und die endlos Verblendeten, wie immer die Europäer. So passiert Weltpolitik seit Jahrzehnten. Spielen die einen Weltpolizei und die anderen dürfen sich um die Trümmer kümmern. Durchschaubar. Das üble Spiel.